3, 2, 1 und Action. Hallo, ich bin Lena und das hier ist der Stefan. Hallo. Wie groß könnte Zebras denn eigentlich werden? Ja, also das ist immer ganz unterschiedlich, was viele gar nicht wissen. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Zebras. Wir bei uns hier im Dortmunder Zoo haben das Böhm-Zebra, das nennt man auch Steppenzebra. Dann gibt es noch zum Beispiel das Grevi-Zebra und ein Bergzebra. Und das Grevi-Zebra, das ist das Größte. Das kann ungefähr, also der Kopf, der kann so bis zu 1,80 Meter ungefähr in der Höhe stehen. Aber das Stockmaß, also die Schulter ungefähr, die kann so 1,20, 1,30, sogar manchmal 1,40 werden. Und wie alt können Zebras werden? Ja, das ist auch so ein bisschen unterschiedlich. Zebras, die können schon so 20, 25 Jahre alt werden. Ganz selten mal ein bisschen darüber. Aber meistens so 20, 25 Jahre ist schon sehr gutes Alter für so ein Zebra. Okay, und wie viel können Zebras wiegen? Das wechselt natürlich auch immer. Die Männchen werden etwas schwerer. Die können schon mal 300, 400 Kilo wiegen und die Mädchen ein bisschen weniger. Und wie kann man jetzt eigentlich so die Zebras unterscheiden? Das ist gar nicht so einfach manchmal, aber wenn man die Zebras länger kennt, dann kann man die sehr gut unterscheiden. Ne? Und natürlich an den Streifen, weil jedes Zebra hat ganz individuelle Muster. Ja, also jedes Zebra hat etwas andere Streifen, die sind etwas anders geformt. Das kann man sehr gut sehen am Hinterteil oder am Bauch, wo die Streifen zusammenkommen oder am Kopf. Am Kopf kann man das sehr gut lesen, bei unseren Zebras hier zum Beispiel. Ne? Denn unterm Auge, da haben zwei von unseren Zebras, eine hat einen langen Strich, das ist die Maccabi, und eine hat nur einen kleinen Punkt, das ist Serengeti zum Beispiel. Daran können wir die ganz leicht unterscheiden. Und wer ist jetzt Serengeti? Ja, also wenn wir jetzt mal schauen, ja, also ganz rechts, das ist Serengeti. Ja? Und direkt daneben, da steht Maccabi. Und in der Mitte, da steht noch unser Jungtier. Das ist unsere Jamari. Und Jamari, die ist erst dieses Jahr geboren. Am 22. Februar ist die nämlich zur Welt gekommen, hier bei uns in Dortmund. Ne? Und die Mutter ist die Maccabi. Ne? Und die kann man noch ganz gut erkennen, weil die noch viel, viel kleiner ist als die anderen Zebras. Vielen Dank für die vielen Informationen, Stefan, und bis bald wieder im Zoo. Ja, ich freue mich, wenn ihr alle wieder vorbeikommt. Bis bald. Tschüss. Tschüss.